Dashboard Requirement Process, das klingt ja sehr, sehr groß, sehr komplex. Aber tatsächlich, ja, wollen wir uns mal damit auseinandersetzen, wie kommt es denn von der Anforderung zum Dashboard? Also Kai, ich brauche ein Dashboard und mach mir da mal die Sales-Zahlen und dann ja, machst du irgendwie was so, weil ich habe dir das jetzt so rübergeworfen und dann bin ich aber irgendwie unzufrieden, weil das eigentlich wollte ich was anderes, aber konntest vielleicht nicht so richtig artikulieren oder du konntest nicht weiter nachfragen oder hast nicht so den Einblick in mein Business. Und da entstehen dann immer wieder Unzufriedenheiten auf beiden Seiten, ja, also sowohl auf der Stellerinnenseite als auch auf der Empfängerinnenseite und oder Anforderungsseite. Und da haben wir uns eben diesen Dashboard Requirement Process ausgedacht, entwickelt aus den letzten Jahren, weil wir eben auch immer wieder vor dieser Frage standen, so wie kommt denn jetzt diese Anforderung, also wie kann man diese Anforderung konkretisieren, was will derjenige eigentlich wirklich, wie soll es dann aussehen und wie wird es dann umgesetzt und vor allem wird es auch nochmal kontrolliert, ob das so alles, was angefordert war, auch dann eingeflossen ist und ja, daraus ist der Dashboard Requirement Process entstanden. Ja, hört sich ja jetzt erstmal wahnsinnig trocken und ich kann mich auch tatsächlich mal erinnern, ich habe irgendwann auch mal eine Schulung, glaube ich, bei der Integrata gemacht, noch bei unserem vorigen Unternehmen und da hieß es irgendwie Dashboard Requirement Engineer oder so. Ich glaube, dass ich mich tatsächlich auch irgendwie so eine Zertifizierung mal in diese Richtung bekommen habe. Das waren, drei auf jeden Fall an einem Wochenende gelegen, irgendwie sehr, sehr taffe Tage. Mhm. Und deswegen, man muss das, glaube ich, schon auch irgendwie ein bisschen, würde ich sagen, interaktiv gestalten. Jetzt nicht nur hier, wir schreiben irgendein Lastenheft, sondern es ist sehr, sehr viel Kommunikation und vor allen Dingen Kommunikation zwischen ja gut ausgebildeten Leuten in diesem Themenfeld. Und ich glaube, bevor wir jetzt auch auf diesen Prozess oder dieses Vorgehen oder diese, wie will ich sagen, kleinen Steps oder Orientierungshilfen da reingehen, ist natürlich auch ein bisschen was ja vorab aus unserer Sicht zu leisten. Und das ist natürlich auch ja nicht zu unterschlagen, weil ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, ich will da irgendwas, ich kann das noch so gut einsammeln, aus unserer Sicht brauchst du dann natürlich einfach gewisse Standards auch schon vorab, wo ich mich dann beim Bau letztendlich auch dran orientieren kann. Und je mehr ich da natürlich auch schon Guidance habe, desto besser kann ich meine Fragebögen aufbauen oder, je nachdem, wie ich dann auch diesen Prozess gestalte. Ja, magst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen, wie wir da normalerweise so ein Stück weit vorgehen? Also bevor wir dann wirklich sagen, okay, jetzt gehen wir diesen Prozess der eigentlichen Definition der Anforderungen durch, ja. Also was da so alles passiert, bevor wir dann wirklich an diesem Punkt stehen, wo wir sagen, okay, jetzt kann's losgehen. Ja, das ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Es ist halt ja nicht damit getan, ich schaffe mir ein BI-Tool an und mache dann BI. Genauso ist es nicht damit getan, ich guck mir jetzt mal an, was Reporting Impulse da für einen Prozess hat, weil dann fehlt dir ja ein Stück, ein Puzzleteil in dem gesamten Konstrukt. Also das BI-Tool löst dein Problem nicht. Das heißt, also, du musst auf der Seite natürlich die Menschen enablen, das Tool zu nutzen. Und du hast eben schon mal so einen Begriff genannt, ich glaube Guidance hast du gesagt, diesen bisschen Rahmen, eine Führung. Und da sind wir dann tatsächlich ja bei, wie visualisiere ich denn? Also Fragebogen ist schön und gut, ich den habe und jemand sagt, er will irgendwelche Zahlen sehen, weiß ich aber immer noch nicht, wie visualisiere ich denn standardmäßig? Habe ich denn Standarddiagramme, habe ich denn Standardfarben, habe ich ein Standardframework, der gewisse KPIs in verschiedenen geführten Dashboards abbildet? Gibt es einen Unterschied zwischen geführten und analytischen Dashboards, freie Analyse, eben dann die Guidance im Sinne von, wie nutzt der Empfängerkreis das Dashboard? Und das sind die Bausteine, die da so zusammengehören. Also Tool, der Framework, die Guideline, meine Regeln, die ich mir auferlege, wo ich sage, oder auferlege, klingt immer so hart, aber es hilft ja unheimlich, wenn ich weiß, wie stelle ich Zeit dar, wie stelle ich Struktur dar, arbeite ich mit Abweichung, ja, nein, welche Farben nutze ich, hilft ja dann, jetzt kommt die Anforderung und ich weiß auch, was ich konkret zu tun habe, also wie ich es tue. Und deshalb ist es nicht damit getan, BI-Tool und Prozess Anforderung, fehlt halt ein Baustein. Und deshalb diese Guideline, das Guideline-Thema angerissen eben, welche Farben, welche Visualisierung nutze ich, was sind denn vielleicht geführte Dashboards oder analytische Dashboards, gibt es unterschiedliche Dashboards, das gehört natürlich dann auch noch dazu, klar.